Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Star Wars Knights of the Old Republic. Wir haben schon 17 Stunden Spielzeit, nicht schlecht, würde ich mal sagen. Beim letzten Mal haben wir uns hier mal wieder hier auf dieser schönen, in der schönen Stadt Arthur City umgeschaut. Wir sind gerade dabei, einiges zu machen. Wir haben wirklich einiges hier vor. Wir müssen einmal in die Basis... Ah, das Hotel ist sehr geil. Wir müssen einmal in die Basis der Siths. Dort müssen wir Pläne über verschwundene Kinder uns holen, weil hier einige entführt worden sind und wir nicht wissen, ob die Siths dahinter stecken oder nicht. Dann müssen wir einmal hier den Mordfall von Sunrise Front hier aufdecken. Der wird nämlich beschuldigt, einen Mord in einem Hotel zu begangen zu haben. Ich hoffe hier. Dann müssen wir natürlich die Sternkarte finden. Ne? Und keine Ahnung, was wir noch alles machen müssen. Viel zu viel zumindest. Ihr seid Sunrys neuer Verteidiger, was? Na gut. Fühlt euch in meinem Hotel wie zu Hause. Ich soll euch sicher ein paar Fragen beantworten, oder? Diese Sith, Elasa, hat sich im Hotel eingemietet. Später ist Sunry zu ihr aufs Zimmer. Ein paar Stunden später habe ich den Schuss gehört und Sunry ist abgehauen. Der Kerl ist ein Krüppel. Dafür war er allerdings ziemlich schnell. Ich könnte schwören, dass er noch hier war, als der Schuss fiel. Nein, ich glaube nicht. Gut, es könnte schon sein. Aber vor Gericht werde ich das nicht sagen. Nein, ich belüge doch nicht das Gericht, nur weil ihr eurem republikanischen Freund helfen wollt. Ich habe keine Lust, in den Knast zu wandern. Ja, ich erzähle dem Richter, dass Sunry weg ist, bevor der Schuss fiel. Ob das eine gute Idee ist? Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ich hoffe nur, dass die Selkath nichts davon merken. Und? War noch was? Elasa hat hier fast jede Woche ein Zimmer gemietet und dort mit Sunry die Nacht verbracht. Es ist ja wohl klar, was die beiden getrieben haben. Diese Sith, Elasa, hat sich im Hotel eingemietet. Der Kerl... Was? Als es passiert ist, waren nur zwei andere Gäste im Hotel. Der eine war ein Rodianer namens Glupor. Ein ziemlich schmieriger Typ, wenn ihr mich fragt. Normalerweise lasse ich solche Kerle hier nicht rein. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Aber wir hatten kaum Gäste. Von irgendwas muss man ja leben. Der andere hieß Firith. Ein paar Sargspieler. Der Kerl ist vermutlich süchtig. Hält sich aber für eine ganz große Nummer. Mehr weiß ich auch nicht über den Kerl. Habt ihr sonst... Gut, okay. Wir haben ihn jetzt hier mit der Macht überredet, Leute, aber das ist keine gute Idee. Drohne, hast du mich hier beobachtet? Wir müssen die Drohne, glaube ich, zerstören. Töte sie. Weil wir haben ihn zwar jetzt überredet, das ist ein mysteriöser Mann, das ist auch kein gutes Zeichen, aber ja, im Endeffekt belügen wir jetzt das Gericht. Naja, schauen wir mal. Sagen wir unseren Kumpel da rausbekommen. So, wenn ich dich hier beklaue, stört es dich nicht, oder? Gut, sind ja noch 100 Credits. Schicken euch die Selkath? Wollt ihr auch wegen dem Mord mit mir reden? Ich hab den verdammten Fischköpfen doch schon alles gesagt. Was wollt ihr denn noch? Ehrlich gesagt nicht viel. Sunry ist ein Held der Sith-Kriege oder so. Und ich hab ihn ein paar Mal im Hotel gesehen. Auf dem Weg zu Elassas Zimmer. Die haben mit ihrem Geschrei die anderen Gäste die halbe Nacht wachgehalten. Das habe ich nicht gesagt. Was die beiden in Elassas Zimmer gemacht haben, ist ihre Privatsache. Außerdem gibt es kein Gesetz, das den Kontakt zwischen Sith und Republikanern verbietet. Trotzdem, wenn ihr denkt, dass ihre Meister nichts davon wussten, seid ihr reichlich naiv. Also Elassa war eine Sith. Sie hatte natürlich Vorgesetzte. Ich habe nichts gesehen. Ich glaube, ich kann euch vertrauen. Verdammt, warum sollte ich es euch nicht erzählen? Einmal sah ich Elasa in diesem weiten Mantel. Ich wollte gerade auf mein Zimmer gehen und sie trug meistens solche Mäntel, also habe ich sie nicht weiter beachtet. Aber als ich an ihr vorbeiging, berührte ich sie, natürlich ganz zufällig, und da sah ich es. Ich will keinen Ärger mit den Sith. Ich lasse sie in Ruhe und sie lassen mich in Ruhe. Und als ich sah, dass Elasa ein Laserschwert unter dem Mantel hatte, beschloss ich, das ganz schnell zu vergessen. Sieht so aus. Aber mehr sage ich dazu nicht. Ich weiß, wie grausam die Sith sein können. Und jetzt ist Schluss. Ich werde das alles vor Gericht nochmal sagen. Aber mehr kriegt ihr nicht aus mir raus. Wieso habe ich jetzt dunkel...
Für was kriege ich denn eigentlich immer dunkle Seitepunkte, Mann? Ich habe ihn doch jetzt nur überredet hier, dass er mir hilft. Das ist doch kein Verbrechen. Ach, ihr seid doch alle Kacke, Mann. Ja, mein Gott, ich habe halt dieses Machtüberreden. Es muss doch für irgendwas gut sein. So, ich hau jetzt diese Dreckstür ein, Mann. Stirb! Haus kaputt, Mann. Das ist mir jetzt wurscht. Ja, da echt keinen Bock drauf, Gott sei Dank. Was kann ich tun? Ihr könnt euch alle draufhauen. Alles gut, Julie. Schau, so geht's doch. Leute, so gut ist das alles. So gut ist das alles. Für was ich immer meine dunklen Punkte bekomme. Einfach nur, ich meine, wie soll ich sonst meine Informationen aus den Leuten rausbekommen? Wenn ich die alle besteche, bin ich in 5 Minuten pleite. Ach, ist mir doch scheißegal. Ich tu denen aus dem Gefängnis sowas von rausschummeln, das ist mir wurscht, dass diese Drecks Selka sagen. Du hier mit Selka? Du hast Fragen an Glupo? Glupo schon alles sagen, was er weiß. Glupo schon alles Selkas sagen. Du nicht weißt? Glupo keinen Grund haben, nicht zu erzählen. Glupo alles erzählen. Alles über Mord, alles über Zimmer von Sith-Frau. Glupo übernachten im Hotel. Glupo nicht reich. Hotel zu teuer für Glupo, aber Glupo wochenlang sparen und haben genug, um ein paar Tage hier zu wohnen. Glupo nutzen Chance, eine Zeit lang besser zu wohnen. Glupo nicht sehen, Mord, oh nein. Aber Glupo sehen, wie Republikmann, der Krüppel. Sunry sein Name, denkt Glupo. Glupo sehen, wie Sunry vom Tatort wegrennen. Glupo sonst nichts sehen. Gar nichts sonst. Besonders nicht im Zimmer von Sith-Dame. Glupo nur neugierig zu sehen, was passiert ist. Glupo haben keinen Grund, ins Zimmer zu gehen. Niemand bezahlen Glupo dafür. Glupo will dir etwas sagen. Glupo will dir sagen, Sith haben ihm Geld gegeben, um Medaille an Leiche zu deponieren. Glupo will dir das sagen, weil du Glupo Freund. Guter Freund. Vielleicht geben Glupo Geld? Vielleicht nicht? Glupo nicht wissen, wovon du redest. Aber andererseits, Glupo auch nicht sehr klug. Glupo davon gehört, ja. Aber Glupo schon seit Tagen in diesem Zimmer eingesperrt. Glupo denkt, es keine gute Idee zu denken, er weiß etwas. Glupo dir schon alles sagen. Und damit haben wir mal einen gescheiten Hinweis bekommen, ohne hier dunkle Machtpunkte zu halten. Könnt mich doch alle mit euren Drecks dunklen Machtpunkten. Mein Gott, bin ich ein Sith, ihr könnt mich doch alle mal. Was soll ich denn sonst machen, Mann? Wie soll ich den rausbekommen? Es sieht alles eigentlich so aus, bis auf den Hinweis, den wir jetzt bekommen haben, dass er wirklich böse ist. Und wer ist jetzt dieser mysteriöse Mann? Der wird uns doch angreifen, oder? Hey, Jedi. Ich habe gehört, dass ihr den Sunry-Fall untersucht. Richtig? Dieser Fall ist nicht, wie er scheint. Viele Strömungen fließen unter der Oberfläche. Dieser Mord ist sehr viel komplizierter, als es zunächst den Anschein hat. Sunry und Elassa sind Bauern ihrer Regierungen. Und beide Seiten wollen dieses Spiel gewinnen. Man erkennt die Reise an ihren Fußabdrücken. Versteht ihr, was ich meine? Ich will sagen, dass beide etwas damit zu tun haben. Sie hatten beide von Anfang an ihre Finger im Spiel. Wenn ihr diesen Mord aufklären wollt, braucht ihr Informationen von den Sith und der Republik. Fragt in den Botschaften nach. Natürlich nicht. Glaubt ihr, Staatsgeheimnisse sind frei verkäuflich? Nur mit einer List bekommt ihr, was ihr wollt. Hört auf meinen Rat, Jedi. Vielleicht findet ihr dann die Wahrheit. Sehr mysteriöser Kerl. Aber, oh, das ist ja die republikanische Botschaft schon mal. Aber er hat schon recht, Leute. Elassa und Sunry hatten eine Beziehung. Das steht eigentlich fest. Und scheinbar wurde es, auch weil sie eine Beziehung hatte, wurde hier Sunry dann getötet. Wurde Elassa dann getötet. Wahrscheinlich von ihren eigenen Männern. Kann schon gut sein. Willkommen auf Manaan. Ich bin Roland Van. Als offizieller Vertreter der republikanischen Botschaft auf diesem Planeten stehe ich republikanischen Bürgern mit Rat und Tat zur Seite. Kolto ist ein wertvoller Rohstoff, vor allem wegen seiner Heilkräfte.
Gerade in Kriegszeiten ist Kolto von unschätzbarem Wert. Die Selkart lassen uns das Kolto abbauen, um die medizinische Versorgung unserer Soldaten an der Front zu gewährleisten. Natürlich genießen die Sith dieselben Privilegien. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, die Sith zu übervorteilen. Aber die Selkath beharren auf ihrer Neutralität. Sie wollen keine der beiden Kriegsparteien bevorzugen. Gewiss. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Aber ich bin nur ein einfacher Diplomat der Republik. Ich glaube kaum, dass ich dem Jedi-Rat helfen kann. Eine uralte und vergessene Rasse? Hier auf Manaan? Vielleicht. Aber wenn ich euch helfen soll, müsst ihr mir einen kleinen Gefallen tun. Nein, nein. Ihr helft mir und ich helfe euch. Das ist mein letztes Wort. Wir haben Eto City mit einem Amphibiendruiden überwacht. Leider wurde er beschädigt. Er hat einige Aufnahmen der Stadt gemacht, bevor ihn diese phyraxanischen Haie vertrieben haben. Leider gab es beim Auftauchen ein Problem und der Druide wurde deaktiviert. Er ist zwar noch aufgetaucht, aber wir konnten ihn nicht rechtzeitig bergen. Die Sith haben aus uns unbekannten Gründen Druck auf die Selkath ausgeübt. Auf diese Weise gelang es ihnen, uns lange genug aufzuhalten, um den Druiden selbst bergen zu können. Natürlich sind alle Daten des Druiden verschlüsselt. Die Sith werden einige Tage brauchen, um den Code zu knacken. Sie haben ihn jetzt seit 12 Stunden. Wir müssen uns beeilen. Die Sith haben ihn in ihre Botschaft hier auf Manaan gebracht. Der Druide wird schwer bewacht. Da wir keine Soldaten entbehren können, brauchen wir dringend jemanden, der unseren Druiden befreit. Könnt ihr uns helfen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die Basis der Sith einzudringen. Alle Wege führen zum Ziel, aber ihr solltet euch, wenn es geht, auf eine Möglichkeit konzentrieren. Ihr könnt beispielsweise dem Verhör eines Sith beiwohnen. Wir haben ihn aufgegriffen, als er in unsere Basis eindringen wollte. Momentan wird er in unserer Enklave festgehalten. Mit etwas Glück verrät er uns vielleicht die Zugangscodes für die Basis der Sith. Bis jetzt leistet er heftigen Widerstand. Das ist ein guter Anfang. Aber ihr solltet auch die anderen Möglichkeiten in Betracht ziehen. Uns ist eine Kiste mit leeren Datenkarten in die Hände gefallen. Die Sith verwenden sie für ihre Zugangskarten. Leider sind die Karten verschlüsselt. Aber wenn ihr geschickter seid als unsere Ingenieure, könnt ihr den Code vielleicht knacken. Die Selkath haben den Sith ein Landungsdeck im Haupthangar reserviert. Sith, die Manaan besuchen, landen auf diesem Deck und fahren dann mit einem Speeder zum Eingang der Sith-Enklave. Der Spion, den ich vorhin erwähnte, hatte eine Zugangskarte zu diesem Hangar. Er wird zwar streng bewacht, aber einen Versuch ist es wert. Hier ist die Karte. Die Sith-Basis wird schwer bewacht. Sollten die Sith euch bemerken, seid ihr schneller tot, als ihr denkt, lasst euch das gesagt sein. Mit dieser Zugangskarte kommt ihr in unsere Anlage. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr vorgehen wollt. Hauptsache, ihr bringt uns die Datenaufzeichnung zurück. Also, was schlagt ihr vor? Eine gute Entscheidung. Aber quält ihn nicht zu sehr. Wir brauchen ihn noch. Viel Glück. Wenn ihr die Datenaufzeichnung des Druiden gefunden habt, bringt sie hierher zurück. Anschließend besorge ich euch die gewünschten Informationen. Habt ihr die Daten? Zack. Ich hatte noch andere Sachen, die ich denn eigentlich hier fragen wollte. Naja. Wir hätten ihn einfach überzeugen sollen mit der Macht. Ich habe das halt extra nicht gemacht, weil ich gedacht habe, hey, wir wollen nicht schon wieder unsere Macht für böse Zwecke einsetzen, aber wenn die weiter mich so nerven, dann machen wir das doch wieder. Ah, hat Roland euch geschickt? Ihr sollt den Gefangenen verhören, oder? Na, hoffentlich lassen euch eure Jedi-Kräfte nicht im Stich. Der Kerl ist verdammt zäh. Er ist ein Sith-Spion. Wir haben ihn vor der Basis aufgegriffen. Er kam uns gleich verdächtig vor, also haben wir ihn verhaftet. Die Selkaths wissen natürlich nichts davon. Dummerweise haben die Sith den Kerl verdammt gut konditioniert. Bis jetzt haben wir kein Wort aus ihm rausgekriegt. Die Top-Agenten der Sith sind gegen Machtangriffe weitgehend immun. Sie können ihren Geist abschotten, damit ihnen die Macht nichts anhaben kann. Ziemlich raffiniert. Außerdem durchlaufen alle Sith ein Verhörtraining. Es kann also Monate dauern, bis der Bastard singt. Wollt ihr ihn jetzt verhören? Gegen gewöhnliche Verhörmethoden und Machtmanipulationen ist dieser Bastard vielleicht immun. Aber wir kennen ein paar Tricks, die euch gefallen werden. Als er uns das erste Mal aufgefallen ist, war noch ein Mann bei ihm. Vermutlich auch ein Spion.
Dummerweise ist er entkommen. Wir haben in seinen Taschen einige persönliche Dokumente entdeckt. Offenbar ist er mit einer Frau namens Tela verheiratet. Wir haben seine Daten überprüft. Sie scheinen in Ordnung zu sein. Momentan ermitteln mehrere Agenten in der Sache, aber noch stehen wir ganz am Anfang. Ich habe hier ein Wahrheitsserum. Mit dem Zeug bringen wir ihn in kürzester Zeit zum Reden. Die Sache hat nur einen Haken. Gegen geringere Dosen ist er aufgrund seiner Ausbildung immun. Und wenn wir ihm zu viel verpassen, erkennt sein Körper, was wir vorhaben, und schottet sein Gehirn ab. In diesem Fall müssen wir ihm sofort ein Gegenmittel injizieren. Dummerweise gibt es auch dabei ein kleines Problem. Ich sag nur, Gedächtnisverlust. Das ist zwar insofern gut, als dass ihr ihn immer wieder dasselbe fragen könnt, aber wenn ihr übertreibt, vergisst er möglicherweise alles, was wir wissen wollen. Na, fangen wir an? Hey du, wach auf. Wir wollen mit dir reden. Was wollt ihr? Nicht? Ihr lügt. Ihr arbeitet für die Republik. Die Sith werden dir nie wieder vertrauen, Spion. Du hast nur noch uns. Also beantworte endlich unsere Fragen. Niemals. Ich bin ein Sith. Ich sage nichts. Eure Republik ist schwach. Ihr seid am Ende. Die Sith zahlen zwar nicht gut, aber sie würden mich hinrichten. Ihr habt ja keine Ahnung, wie grausam die Sith sein können, Jedi. Ich habe keine Angst vor euch. Was wollt ihr? Was soll das heißen? Langsam gibt der Bastard nach. In ein paar Stunden haben wir ihn weichgekocht. Die Sith sind stärker als ihr. Ihr könnt uns niemals brechen. Was war... Tela! Woher wisst ihr von ihr? Ihr wollt mich bestechen? Wenn ihr denkt, dass ein Sith für Credits zu den Verlierern überläuft, seid ihr dümmer, als ich dachte. Ah, nein, niemals! Mist, er ist bewusstlos. Was wollt ihr? Tela! Ihr wollt mich be... Macht, was ihr wollt, es ist zwecklos! Sicher bereiten die Sith in diesem Moment meine Befreiung vor. Ha, dass ich nicht lache. Das ist ein Bluff, Jedi-Bastard. Was wollt ihr? Was? Sie würden dir aber nie glauben, dass wir dich haben laufen lassen. Tja, wer glaubt schon einem potenziellen Verräter? Das könnt ihr mir nicht antun. Sie würden mich grausam foltern und hinrichten. Was wollt ihr? Nicht? Ihr habt ja keine... Die Sith wird... Niemals... Glaubt ihr wirklich? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was soll das heißen? Sie würden dir aber nie glauben, dass wir dich haben laufen lassen. Tja, wer glaubt schon einem potenziellen Verräter? So leicht lässt sich ein...
Langsam gibt der Bast. Ich werde nicht... Was wollt ihr? Nicht? Die Sith wird... Niemand. Die... Ihr habt ja keine... Was wollt ihr? Tela! Ihr wollt mich... Macht, was ihr... Mist. Leute, das bringt echt nichts. Ein bisschen hält er doch noch durch. Kommt wie... Ja, wir versuchen es dann nochmal, Leute. Es ist echt furchtbar. Ich habe keine Ahnung, wie wir den knacken sollen, weil der Held, der ignoriert einfach alles, was wir sagen. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, wir müssen nur antworten. Wir schauen uns das nochmal beim nächsten Mal alle Antworten an. Wo wir Erfolg haben und alle anderen, werden wir einfach mal ausstreichen. Vielleicht hilft er uns ja dann. Bis zum nächsten Mal, zumindest von Star Wars Knights of the Old Republic. Haut rein. Ciao.